Hallo und willkommen zurück mal wieder auf einem russischen Bahnhofsklo, beziehungsweise auf demselben russischen Bahnhofsklo. Man könnte meinen, ihr habt nichts verpasst, aber wir waren zwischendurch schon draußen und haben weitere Informationen besorgt und vor allem, was wichtig ist, wir haben uns verkleidet. So, wir sind immer noch dabei. Eigentlich, oder unser übergeordnetes Ziel ist es, in diesen Zug zu kommen, der nach Tunguska fährt, weil wir unseren Vater darin vermuten, den wir eigentlich suchen. Darüber hinaus müssen wir natürlich immer die ein oder andere Aufgabe erfüllen, wie das halt so üblich ist in so Point-and-Click-Adventures, um unserem Ziel näher zu kommen. Hey, die Schuhe habe ich auch. Krass. Nee. Unser Lokführer oder Zugführer, den wir später auch brauchen werden, sitzt auf diesem Abort, auf diesem hier, und hat scheinbar den Schlüssel ausgekackt, beziehungsweise hat ihn in den. Ja, hat ihn fallen lassen und wir müssen jetzt versuchen, den irgendwie wieder zutage zu befördern, beziehungsweise abzufangen, auszusieben aus dem ganzen Schlamassel-Scheiß. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier den Hahn aufdrehen kann, dass wir hier die Toilette unter Wasser setzen. Wassermarsch. Tschakka. So. Wenn jetzt hier oben Wasser reinläuft, müsste unten Wasser rauskommen. Da. Schauen wir jetzt mal rein. Da ist ein kleiner Schlüssel Ja. drin. Ein Sieb am Sieb. unteren Abflussrohr verhindert, dass der Ja. Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Entschuldigung. Ach so, okay. Dann drehe ich Wenn jetzt ich das. jetzt das Ventil aufdrehe, wird der Ach so. Schlüssel im Verteiler einfach in den Kanal gespült. Da drin werde ich den dann aber mit Sicherheit nie wiederfinden. Kann ich jetzt den Strumpf da irgendwie reinmachen oder so? Ah, nee, ich ahne was. Da kommt es bestimmt raus und wird hier reingespült. Deswegen mache ich jetzt den Strumpf da drum. Aber es hält ja nicht, oder? Der Strumpf ist noch relativ sauber. Anziehen möchte Bla ich. bla, das hatten wir schon. Kann ich das. Das dürfte halten, oder? Boah, ich bin so schlau. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wie wenig schlau ich bin. Oder die vorletzte Folge? Die mit dem Butterbrot? So, drehen wir auf. Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt. Sonst Schöner. war die ganze Mühe umsonst. Ich sag mal nichts. So, das sollte reichen. Muss ich jetzt oben erst das Wasser ausstellen oder kann ich hier direkt schauen? Hoppla, jetzt bin ich aus denen rausgetappt. Witzig. Ob das rausgesch. Und? Der Strumpf. Schlüssel zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Wir können uns dann die Hände waschen gehen. Was sie natürlich wieder nicht machen will, weil sie gleich duschen möchte. Okay. Kann ich ihm den jetzt da geben? Moment, ich schaue da nochmal durch. Sag Hallo. Ich habe den Schlüssel. Hallo? Das ist Ich so. habe hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch Nein, 2 Minuten, dann bin ich hier nein, fertig und wir können endlich los. nein. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ja, doch, klar, natürlich. Nie natürlich. Oh, das ist ja blöd. Das reicht mir nicht. In dem Fall nicht, natürlich sonst. Absolut. Ja, was habe ich jetzt? Habe ich nichts gewonnen. Das nur, dass der Zug nachher abfährt. Abfährt. Ich versuche jetzt nochmal hier zu Dann wollen wir walk-and-talken. mal. Hier ist Nummer 15. 15. Ich rufe Nummer 31. Bitte kommen. Antwortet keiner. Jetzt alle ausprobieren. Dann wollen wir mal. Hier ist Ja. Nummer 15. Ich rufe Nummer 23. Bitte kommen. Nee, das Antwortet kann ich. keiner. Das muss falsch. Das ist, glaube ich, falsch. Was haben wir denn hier noch? Streichhölzer, gut, das bringt uns hier nichts. Tee? Kann man mit dem Tee noch was machen? Mir ist jetzt eher noch. Ja, Wodka gibt's aber nicht, Nina. Tja, auf die Nummer komme ich aber irgendwie auch gerade noch nicht. Ich guck mal, was ich hier übersehen habe. Müll war ich. Das mit der Kamera? Einen Stein auf die Kamera werfen? Das wäre natürlich klasse, wo hier alle rumstehen. Hier noch was übersehen? Ach so, mit dem Kran vielleicht noch irgendwas? Das bringt mir wahrscheinlich auch nichts, weil. Was soll ich mit dem Kran machen, ne?
Ich kann hier Tarzan und Jane spielen. Die Dokumente. Da scheint ein Einsatzbefehl offensichtlich. Schau mal, ob da irgendeine Nummer drin steht. Mit dem Einsatz feindlicher Terroristisch. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der Spiele. Ich sollte mich besser. Ja, verdammt, nee. Ah, ich kann auch wieder hinten rausgehen. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal was Neues. Obwohl, ich glaube eher nicht. Nochmal anquatschen. Hi. Hallo. Denk dran, ich brauche noch deinen Passierschein. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 448, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Und wieder. Hoffen wir mal, dass es was bringt. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Sitzt er immer noch am Klo? Wollen wir hier gucken? Panzer. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Der Yeti kommt! So, jetzt schauen wir mal. Sitzt er immer noch da und kackt? Brauchen Sie noch lange? Nein, ich bin gleich soweit, dann kann's losgehen. Ach, der hat ja auch noch was am Magen, ne? Ja. Ich kann ihn an seinen Hosenbeinen rumzupfen. Nee. Das habe ich auch noch nicht abgecheckt, oder was man hier machen kann? Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Und warum steht Stein? Ich glaube, den brauche ich gar nicht, weil ich die Mutter hatte für die Zwille. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, da was ich sollte mich besser wieder umziehen. Nee. Ach, doch. Die Wache am Seiteneingang könnte sich sonst sehr wundern, mich plötzlich in Uniform zu sehen. Ja, das ist wohl wahr. So, schauen wir hier nochmal. Da gab es jetzt auch nichts mehr. Ah, vielleicht kriege ich da noch ein Nimmerchen raus und kann den abziehen und dann in das Haus rein? Warum sollte ich in das Haus rein? Ich bin's wieder. Hi. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Hier ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind. Psst, über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut. Ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen. Versprochen. Gut. Fetisov und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Tja, was habe ich jetzt davon? Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Tja, Tja, was habe ich jetzt davon? Kann ich die jetzt ausrufen lassen, vielleicht? Ja. Aber dann mache ich das jetzt dann hier. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 48. Bitte kommen. Aber... Hier Zentrale, was gibt's? Aha. Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Ich sollte besser wieder die Uniform anziehen. Aber hallo. Hoppala. Jetzt müssten ja beide weg sein. Jawohl. Wir gehen jetzt... Ja, gehen wir einfach mal hin. Solotow. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Oha. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Hatte ich nicht vor.
Handschellen, Blut. Ach du Kacke. Ob das Blut von Solotow stammt? Nee, bestimmt von... Er scheint keine offenen Wunden zu haben. Aber das Blut ist noch seinem frisch. Seinem Hamster. Oder von Papa? Was liegt denn da eigentlich? Ist das eine Bettpfanne? Rauchen erlaubt? Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Ich sehe schon, ich muss zum Geheimdienst gehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Eine Autobatterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Ja, mehr kann man hier nicht machen. Luftschacht, Trage. Hoffentlich bringen sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Hm, gewiss doch. Schauen wir mal, was hier noch gibt. Oh. Das haben wir noch nicht. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben. Aber das Blut ist noch frisch. Ja, das war's jetzt, oder wie? Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. Ist jetzt eine fünfstellige Nummer. Man könnte jetzt sagen, ach, warte mal. Ob das am Ende die Kombination für den Safe ist? Ich meine, gut, fünfstellige Nummer. Safe hat einen fünfstelligen Code. Da braucht man wahrscheinlich noch nicht mal wissen, in welchem Zusammenhang er mit diesem Spinz steht. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Ach, scheiße. Wie war das? Wie war die Nummer? Das ist Solotows Marke. 31545. Ein fünfstelliges... 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Oh, wer nimmt denn seine eigenen Hundemarkennummer als Kombination für ein Spinnschloss? Ehrlich. Ehrlich. Oh, nee. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. What a Zufall. Mein Passierschein. An meinen neuen Namen Nina Parkova könnte ich mich ja noch gewöhnen. Anders kommst du wohl eher nicht. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Jetzt haben wir alles, oder? Passierschein, der scheißende Zugführer sollte vielleicht auch wieder da sein. Hi. Hallo. Denk dran. Ich brauche noch deinen Passierschein. Check. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht für 17 ruft 8 und... Nein, nicht nochmal. Ruf doch mal unseren Freund den Zug... Schon wieder? Okay. Der Zugführer möge sein... Entschuldigung, das spule ich jetzt mal durch, weil das ist ja immer dasselbe. Ich werde mich dann mal... Viel Glück. Ja, ich muss den Passierschein nehmen und auf ihn draufklicken. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Und der Zug fährt los. Die Maus muss weg. Katzi. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, ich... Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Das Neujahrsk. Tief im Russischen. Er hat sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Ich kann das auch. Auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Genau, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.